Morgen hier von Oschersleben. Es ist 20 vor 8. Ja, nach dem erfolgreichen Testtag gestern geht's heute ins erste Rennwochenende oder in den offiziellen ersten Renntag. Ich bin super gespannt. Ja, direkt um 8.30 Uhr geht's dann los mit dem freien Training. Dann kommt im Anschluss direkt die Qualifikation und dann, ich glaube, irgendwann gegen 11:30 oder 12 kommt dann das Rennen. Also ja, genau, vormittags dann schon mal eine Session, nachmittags dann als letzte Session Rennen 2. Und ja, ich bin super gespannt, wie es wird. Und jetzt fahren wir mal zur Strecke. Ja, bevor das Video weitergeht, muss ich noch kurz ein, zwei Dinge sagen. Es gab leider einen kleinen Zwischenfall, der nicht so schön ist. Anders als beim Testtag, wo wir zwei GoPros eingesetzt haben, haben wir jetzt für die Renntage eine 360-Grad-Kamera reingemacht ins Auto. Ja, das war wohl der erste Einsatz vom Team mit der Kamera und da kam es leider dazu, dass die Kamera nicht richtig funktioniert hat. Also vom Wochenende fehlen, grob gesagt, die Hälfte an Aufnahmen. Das erste Rennen zum Beispiel ist gar nicht drauf, das zweite Rennen ist auch nur zur Hälfte, glaube ich. Ja, und irgendwo macht es dann auch einen Sprung zwischendrin, einzelne Sessions sind gar nicht aufgenommen worden, also es ist schon super ärgerlich und ich bin auch echt traurig drüber, muss ich sagen, weil ja, mein erstes Rennen ist gar nicht auf Video. Tolle Momente, die nicht aufgenommen wurden, die super Material gegeben hätten und ich habe mir am Anfang auch überlegt, machst du dann überhaupt noch das Video, weil dann ja, hast du halt eben ein Wochenende voller Renn-Action. Aber die Hälfte ist nicht drauf und weißt ja erstmal nicht, wie du da ein tolles Video von machen sollst. Aber ja, ich habe mir dann gedacht, okay, ich probiere es einfach, ich mache das Beste aus der Situation und bin mir da jetzt behilflich geworden mit noch ein paar Außenaufnahmen, ein paar Fotos. Und ich glaube, ich habe das Beste daraus gemacht und ja, jetzt machen wir einfach mal weiter. Wundert euch nicht, wenn hier und da mal eine Session fehlt, die vielleicht angekündigt wurde oder wenn es zwischen irgendwelchen Onboard-Sessions mal einen richtigen Sprung gibt, weil ihr seht ja unten rechts auch immer Datum und Zeit, von daher da einfach nicht drauf achten, nicht beirren lassen und genießt das Video. Ja, das freie Training ist jetzt vorbei, war eine gute Session. Ich bin jetzt eine glatte 1,49 gefahren, die schnellsten BMWs eine mittlere hohe 48er Zeit. Ja, jetzt ist bald das Quali um 10.10 Uhr, also die Anspannung steigt so langsam. Ich denke dann, wenn es ins Rennen geht, nicht in der Startaufstellung steht, dann geht mir richtig die Pumpe. Aber ja, jetzt mal so einen schönen Pult gehabt, mit dem man fahren konnte, ein bisschen Positionswechsel hin und her. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Jetzt kriegen wir noch neue Räder vorne, leicht angefahrene Räder hinten, neue Bremsbeläge, da sollte schon noch mal was drin sein. Ja, ich melde mich dann wieder vom Quali aus. Ja, dann heißt es im Quali auch direkt vorfahren, versuchen als Erster rauszukommen, weil anders als beim Testtag haben wir jetzt ein paar Autos mehr, also 16 an der Zahl sind und da muss man wirklich gucken, dass man auf eine freie Runde kommt. Hat auch super funktioniert, man hat aber gemerkt, es ist kein Testtag mehr, da geht es jetzt anders zu und ja, im Endeffekt hat es jetzt für mich auf Gesamtplatz 9 gereicht. Das war dann in der Klassenwertung der vierte Platz. Bin ich eigentlich ganz zufrieden, ich habe gesehen, okay, ich bin so gut im Mittelmaß. Klar gibt es ein paar schnelle Leute, es gibt langsame Leute, aber ich habe mich da ganz gut eingereiht. Von daher würde ich sagen, eine solide Ausgangssituation fürs Rennen. Ich bin zufrieden und dann ging es auch schon ins Rennen rein. In die Startaufstellung reinfahren, da stand dann auch schon mein Team bereit an meinem Startplatz und hat mich dann empfangen. Hier schön eingepackt, dann nochmal kurz durchgesprochen mit dem Team. Gab es irgendwo ein paar Auffälligkeiten in der Outlap oder ist alles in Ordnung? Bringt ihr den ein? Dann haben wir mir an der rechten Seite, also an der Mauer bei Start-Ziel, haben wir mir so eine kleine Panzertape-Markierung hingemacht, dass ich genau weiß, wenn ich dann von der Einführungsrunde wieder in die Startaufstellung reinfahre, kann ich einen Blick nach rechts werfen und weiß genau, wo ich halten muss, damit ich dann optimal in der Boxenmarkierung drin stehe. Dann ging es auch schon in die Einführungsrunde los und da hat sich dann die Anspannung wirklich gesteigert. Man denkt sich, okay, so langsam werde ich nervös, aber auf der anderen Seite ist man auch konzentriert, weil du musst die Reifen warm kriegen, die Bremsen. Dann überlegst du natürlich, wie wird der Start erfolgen, was wird passieren. Dann stand ich in der Startaufstellung, bin auf meinen Boxenplatz gerollt und ich habe mir wirklich gedacht, wow, bin ich aufgeregt. Also ich bin ja früher auch Leihkartrennen gefahren auf Amateurniveau und betreibe auch ein bisschen Simracing, von daher dieses
normale Startanspannungsgefühl kenne ich ja auch, aber das ist eine neue Rennserie, es ist Rundstreckensport, richtiger Motorsport endlich mal. Das ist schon eine andere Nummer und da habe ich mir fast in die Hose gemacht. Dann ging es auch schon los in das Rennen. Ich bin gut weggekommen, anders als der VW Abschräg vor mir. Dem muss ich dann ein bisschen ausweichen. Man sieht mich hier eben weiß-blauen, orangen Auto. Vom Fokus nicht ganz eingefangen, aber ich bin ganz gut weggekommen und konnte mich dann gleich da in eine kleine Battlegruppe einfinden. Die Anfangsphase war echt gut, also ich habe mich in so einer kleinen Gruppe eingefunden. Die ein, zwei schnelleren Leute sind vorne weggefahren. Ich war dann so best of the rest, sage ich mal. Bin dann wirklich mit meiner kleinen Gruppe von drei Autos dann immer dicht beieinander gefahren. Dann irgendwann so gegen Mitte vom Rennen habe ich gesehen, okay, mein Vordermann, der sich auch schon ein bisschen abgesetzt hatte, auf den hole ich auf einmal auf. Der hat ein Problem, nicht so groß, dass er zur Box fährt, aber so, dass er ein bisschen struggelt, die Rundenzeiten einbrechen, aber er natürlich weiterfährt. Ja, ich habe da meine Chance gesehen, bin Runde für Runde näher rangekommen und habe mir gedacht, okay, das könnte jetzt wirklich deine Chance sein zu überholen. Ja, wir sind dann auch durch Shell S gefahren. Da ist er hart auf die Innenspur gefahren zum Abblocken bzw. Verteidigen. War alles fair, aber war hartes Racing. Und dann, als ich eigentlich schon richtig nah dran war, dann sind wir auf die letzte Kurve zugefahren. Ich habe das Ganze hier mal in Assetto Corsa versucht nachzustellen. Wie gesagt, wir fahren in die letzte Kurve. Ich bin voll am Lenken und ich merke sofort, wie ich komplett wegrutsche. Das Fahrzeug fast verliere hier. Meine ganze Scheibe ist von jetzt auf gleich voll gewesen. Mit irgendeiner Flüssigkeit, also es war wohl Kühlflüssigkeit, weil ich bin da drauf so ausgerutscht, ich konnte das Auto gerade noch so einfangen, habe den Scheibenwischer auf Dauerbetrieb gestellt, das hat das Ganze nur ein bisschen verschmiert, auf der Geraden ist dann ein bisschen was immer hinterhergekommen und da habe ich dann schon gedacht, okay, die Nummer wird jetzt schwieriger, weil du willst natürlich vorbeikommen. Ich wusste, ich möchte alles geben, ich möchte den Platz erobern, aber du weißt auch nicht, woher kommt die Flüssigkeit, war das eine einmalige Nummer, kommt es jetzt jede Kurve? Und ja, dann habe ich mich wieder über die Runde herangearbeitet, sind wir wieder Anfahrt letzte Kurve gewesen, bin ich ein bisschen defensiver gefahren oder schon mal so ein bisschen mit der Vorahnung, okay, es könnte wieder rutschig werden. Das war nicht die Problematik. Ich habe gesehen, hinten rechts an seinem Radkasten hat er vielleicht einen drauf bekommen, da hat es ein bisschen geschleift und harter Fahrer, ich muss da genauso hart vorbeikommen. Ich habe mich dann Anfahrt Shell S neben ihn gebremst, dann sind wir wirklich parallel durch die Kurve durchgefahren, kurzer Lackaustausch, Tür an Tür. Und dann war ich endlich vorbei, habe die Position erobert und ja, es war einfach Hammer. Also ich habe mir schon vorm Rennen gefragt, Mensch, wie wird denn das so? Klar, vom Kart, da kennt man es, da hat man aber auch überall natürlich einen Rammschutz dran. Wie wird denn das so, die ersten Lackaustausche, die ersten kleinen Rempler mit dem Auto, hat man da so eine Scheu vor? Aber ja, in dem Moment bist du einfach im Battle-Modus und dann willst du einfach nur vorbeikommen. Und das habe ich dann geschafft. Der Hintermann von mir, mit dem ich das ganze Rennen schon ziemlich gebattelt habe, der ist im Shellers auch vorbeigekommen. Das heißt, wir waren da wirklich dann quasi an ihm vorbei, immer noch Bumper to Bumper. Und anbremsen für die erste Kurve. Ich weiß noch, ob ich zu früh war oder eher zu spät. Auf jeden Fall, ich merke einen richtigen Rums, habe einen richtigen Quersteher. Ist er mir halt voll hinten drauf gefahren beim Bremsen, war keine Absicht. Aber ja, ich musste das Auto erstmal wieder einfangen. Er hat sich dann für die letzte Runde auch zurückgehalten. Und ja, dann konnte ich halt wirklich diesen dritten Platz nach Hause bringen. Ich hätte mir das niemals erträumen können, beim ersten Rundstreckenrennen in der neuen Meisterschaft direkt auf den dritten Platz zu fahren. War natürlich auch was Glück dabei, aber ey, du musst das Ding auch nach Hause bringen und ja, da war ich aber überglücklich, den dritten Platz geholt. Das war wirklich der Hammer, da war ich super happy. So einen Einstand zu haben, das ist halt wirklich ein Traum. Auf dem Bild sieht man es wahrscheinlich nicht so gut, aber hinten rechts der Radkasten, der hat schon gut was abbekommen. Ich habe auch gemerkt, in der dreifach links in der letzten Runde, da hat es von hinten rechts irgendwie so Schleifgeräusche gegeben und ich habe mir schon gedacht, okay, da könnte ein bisschen was eingedrückt sein, war im Prinzip auch so. Das wurde dann schön rausgehämmert und dann ging es auch weiter. Ja, fürs zweite freie Training haben wir vereinbart, wir nutzen das Ganze nur, um zu gucken, ob die Schäden repariert worden sind, ob alles passt am Auto. Denn das zweite freie Training ist direkt vor dem Quali, beziehungsweise zwischen Quali und freiem Training ist gar keine Zeit. Also wenn irgendwas passiert im freien Training, dann ja, hast du keine Möglichkeit, irgendwie noch was zu reparieren fürs Quali. Und deswegen auf Nummer sicher gehen. Hier noch eine Startübung gemacht. Das ist ganz cool. Am Ende von der Boxengasse ist links eine Markierung. Da kann man reinfahren und eine kleine Startübung machen. Ich war mit meinem ersten Start eigentlich ganz zufrieden, aber man kann ja immer was verbessern. Ja, dann kam ganz überraschenderweise auf einmal Regen. Das hatten wir das ganze Wochenende nicht. Am Testtag zuvor ein bisschen Restnässe, aber keinen aktiven Regen. Dann habe ich die Gelegenheit genutzt, ein bisschen ja, Gas, Bremse und Lenkverhalten auszutesten bei der Nässe. Das ist nicht schlecht, da mal ein paar Erfahrungswerte zu haben, wenn es dann im Rennen auch so werden sollte. Dementsprechend nicht zu viel, weil man will natürlich nichts riskieren.
aber doch schon ein bisschen versucht, okay, wie sind denn vor allem auch die Semislicks im Nassen? Denn wir haben ja keine Regenreifen, wir haben nur die Semislicks. Da ging es auch schon wieder zurück in die Box. Ja, dann mit dem Team nochmal einen kurzen kleinen Austausch gemacht. Passt alles soweit, was man repariert hat? Gibt es noch irgendwas, was man ändern möchte oder was einem aufgefallen ist? Und ja, war alles soweit gut. Ich bin dann auch direkt rausgefahren, denn ich wollte nochmal bei Nassen eine Startübung machen, weil wenn es jetzt im Training nass ist und man hat die Möglichkeit, den Start zu üben, das ist dann halt wirklich super viel wert fürs Rennen, weil wenn das Rennen nass wird, dann kann man vor allem beim Start auch schon so viel gut machen. Also wieder schön in die Markierung fahren, Gang anlegen, Drehzahl hoch und dann ab dafür. Man sieht, es hat ja auch schon aufgehört, also Regen nicht mehr aktiv, aber es ist natürlich ein bisschen Restnetz noch vorhanden. Also einfach ein bisschen Kilometer noch gesammelt. Dann die Runde noch zu Ende gefahren, da ging es auch schon wieder rein in die Box. Denn das zweite Quali steht ja an und da will man sich natürlich auch mental drauf vorbereiten. Das hat auch echt super geklappt. Also ich bin in meiner Klasse die zweitschnellste Zeit gefahren, direkt hinter Max Rosam, der ja auch schon sehr viel Erfahrung hat. Und ja, konnte mich dann da auch wirklich vom ersten Quali aufs zweite verbessern. Von daher super cool. Ich habe mich gefreut. Und ja, da kann man natürlich mit einem super Gefühl ins zweite Rennen starten, wenn man direkt P2 in der Klasse ist. Also dann bereit gemacht, dann ging es in die Startaufstellung fürs zweite Rennen. Auch hier schon mal alles ein bisschen angewärmt. Bisschen getestet, okay. Strecke wieder komplett trocken, alles gut. Wieder vom Team empfangen worden, schön eingereiht. Wie immer eine Markierung gesetzt, damit man sich da ein bisschen dran orientieren kann. Dann geht es in die Einführungsrunde. Direkt hier mit ein bisschen durchdrehenden Rädern losfahren. Da kann man auch schon mal die Hinterreifen ein bisschen auf Temperatur kriegen. Und genau, im Prinzip dann die ganze Runde lang Reifen auf Temperatur kriegen, Bremse auf Temperatur kriegen, ein bisschen die Strecke anschauen. Okay, gibt es vielleicht Veränderungen? Gibt es irgendwas, wo ich drauf achten muss? Kann natürlich immer sein, weil wir sind ja nicht die einzige Rennserie, die fährt. Da kann natürlich immer mal passieren, dass sich irgendwie die Strecke verändert. Aber auch fokussieren. Denn jetzt weiß man schon ungefähr, okay, wie geht das jetzt weiter, wie fahren die anderen Leute, und die Erfahrungswerte aus dem ersten Rennen mitnehmen. Und dann ging es wieder auf den Startplatz. Ich orientiere mich jetzt rechts an der Mauer, da haben wir nämlich unseren kleinen Streifen hingeklebt, damit ich wirklich optimal vorne in der Box drin stehe. Ampeln gehen an, Gang einlegen, Drehzahl halten und ab dafür. Ich hatte einen super Start, links den VW, den lasse ich direkt stehen und den erstmal vernaschen. Und aber nein, von 2 auf 3. Habe ich mich da verschalten und das heißt dann auch schon einen direkten Platzverlust. Man sieht jetzt hier, ich habe mich super geärgert, dann schlüpft der Perry da durch. Ja, das ist natürlich ärgerlich, nach so einem guten Start dann einfach einen Verschalter zu machen. Jetzt nochmal von der Außenperspektive, man sieht, wir kommen super weg. Einer links, einer rechts vom VW entlang. Aber klar, wenn du dich da verschaltest, dann fehlt da natürlich der Schwung. Und dann musste ich da die Position vor der ersten Kurve schon direkt wieder aufgeben. Aber da darf man sich gar nicht lange mit rumärgern. Das Rennen hat gerade erst angefangen, du hast noch 20 Minuten Zeit. Jetzt geht es erst richtig los. Von daher einfach so wie zuvor auch. Wir fahren da nebeneinander fast schon an die Anfangszone. Er natürlich innen hat da die bessere Linie. Hinten dran reihen sich auch schon die Autos auf. Also dadurch, dass noch der ein oder andere VW dabei ist, da wird es dann auch mal das ein oder andere Überholmanöver genauso geben. Man sieht jetzt hier Anfahrt Hotelkurve, Perry vor mir, hat da einen kleinen Quersteher. Probleme im Anbremsen gehabt oder zu schnell in die Kurve rein, ich weiß es nicht. Ich konnte die Situation nicht nutzen, da war ich zu weit weg und hatte zu wenig Speed aus der Kurve raus. Aber einfach dranbleiben, gucken, was machen die anderen. Vielleicht kann man einen anderen Fehler nutzen und da durchschlüpfen. Da kam dann irgendwann der VW vom Start wieder und überholt mich hier auf der Startziel. Aber ich habe auch ziehen lassen, also das bringt ja nichts, sich da mit dem zu betteln. Denn wir fahren beide in unterschiedlichen Klassen. Wir haben beide unser eigenes Rennen zu fahren. Ich brauche mich nur auf meine direkten Konkurrenten zu konzentrieren. Nämlich die anderen BMWs, die, wie man sieht, auch direkt schon hinter mir sind. Also da ist wirklich nicht viel dazwischen. Das sind vielleicht ein, zwei Fahrzeuglängen. Da ist er jetzt auch besser aus der Kurve rausgekommen als ich. Man sieht schon, er saugt sich da ran im Windschatten, setzt sich neben mich und bremst richtig spät an. Aber er nimmt die Außenbahn und da kann ich natürlich die Position behalten. Da fahre ich innen entlang und bin dann wieder vor ihm. Aber man merkt auf jeden Fall, da ist Competition da.
da geht's eng zu. Und jetzt zeigt er sich immer wieder ganz kurz, fährt nach innen, aber dreifach links, die fährt nach außen an, da bleibe ich dann vorne. Macht super viel Spaß in so einer Dreiergruppe, weil auch wenn die vorne mit ein bisschen wegfahren, du hast von hinten Leute, die drücken und das pusht dich selber ja auch nach vorne und du willst dein Bestes geben. Dann kommt er hier, saugt sich im Windschatten ran auf Startziel, wirklich eine lange Gerade. Er setzt an, stellt sich neben mich, aber es reicht nicht, da muss er zurückstecken. Ein paar Meter mehr und dann wäre das schon richtig knapp geworden, er wäre genau auf meiner Höhe gewesen und ja, wer weiß, ob wir dann nebeneinander durch die erste Kurve gefahren wären oder ob da einer hätte zurückstecken müssen, aber so konnte ich meine Position behalten und ich war noch auf Rang 3. Ja, dann ging das da auf jeden Fall eine ganze Weile so weiter, also es war richtig cool, wir konnten uns da richtig gegenseitig pushen und du musstest natürlich gucken, okay, was machen die hinter mir, weil der Hintermann von mir hatte natürlich auch noch einen Verfolger, also dann konntest du dann auch gucken, wenn die sich gefightet haben, hatte man da ein bisschen Ruhe und ja, man sieht hier, also das sind vielleicht maximal 2 Fahrzeuglängen, die wir da Unterschied hatten und ja, war durchweg eine richtig, richtig coole Dreiergruppe, mit denen wir da gefahren sind, das hat wirklich Laune gemacht. Bis dann eben Code 60 kam, also da hat sich glaube ich einer ins Kiesbett verabschiedet in der Hotelkurve und für die, die Code 60 nicht kennen, das ist im Prinzip eine mittlerweile sehr beliebte Alternative zum Safety Car. Das funktioniert nämlich so, wenn die Code 60 Phase ausgerufen wird, dann bekommen alle Marshals zentral um die Strecke rum ein Signal, dass Code 60 ausgerufen wird, dann schwenken die gelb und die lila Code 60 Flagge und dann müssen alle Autos rund um die Strecke herum ihre Geschwindigkeit auf 60 km/h drosseln und diese beibehalten. Das hat halt den Vorteil, du kannst dadurch die Abstände gewährleisten oder die Abstände, die werden immer noch beibehalten, die gehen nicht verloren. Man kennt es ja, das Safety Car fällt vorne raus, das ganze Fahrerfeld reiht sich auf und wird zusammengestaucht. Dann sind die wirklich alle wieder direkt hintereinander und Abstände, die gehen dabei verloren. Also der Führende zum Beispiel, der sich ein bisschen Abstand auf den Hintermann rausgefahren hat, der hat dann eben das Nachsehen. Natürlich auf der anderen Seite, die Hinterherfahrenden, die haben dadurch eine Chance wieder ranzukommen. Aber beim Code 60 ist es halt nicht so. Dadurch, dass natürlich jeder im Idealfall seine 60 km/h fährt, werden die Abstände noch beibehalten. Wie überprüft man das? Also im Prinzip kann ja nicht jeder Marshall da mit einem Laser stehen und gucken, fährt jedes Auto wirklich zu jeder Sekunde 60? Nee, sondern es wird eine Mindestzeit festgelegt. Die ist bei jeder Strecke anders natürlich, weil jede Strecke ist unterschiedlich lang. In Oschersleben, boah, ich weiß gar nicht mehr, was es war, sagen wir mal 3 Minuten 40. Da musst du diese 3 Minuten 40 fahren, du darfst sie nicht unterschreiten, sonst gibt es eine Zeitstrafe. Die sind ja schon so kalkuliert, die Zeiten, dass diese 60 km/h auf diese ganze Runde ja schon aufgehen. Das heißt, du kannst natürlich an manchen Punkten theoretisch ein bisschen schneller fahren als 60, musst dann aber an manchen Passagen wieder ein bisschen entschleunigen, damit du halt diese 3 Minuten 40 nicht unterschreitest. Und ja, dann ging das schon ziemlich lange. Ich glaube, das waren 3, 3,5 Runden, wie die Code 60 ging. Und ja, dann fährt man ein bisschen runter. Klar, man denkt noch über das Rennen nach und so, aber man fährt ein bisschen runter und macht sich Gedanken über Sachen. Und ja, ich bin dann halt, das war mein Fehler, ich bin dann halt im dritten Gang unter Tourich die ganze Zeit gefahren. Ja, und irgendwann kommt ja der Punkt, wo das Code 60 wieder aufgehoben wird. Das heißt, da bekommen dann auch wieder zentral alle Marshals um die Strecke gleichzeitig das Signal für die grüne Flagge. Und dann wissen alle um die Strecke zur gleichen Zeit, jetzt geht's weiter mit Racing, jetzt können wir wieder vollfahren. Und ja, das war bei uns in unserer Dreiergruppe mitten auf Startziel. Ich weiß auch nicht, ob ich das Signal vielleicht nicht zur idealen Zeit gesehen habe. Auf jeden Fall, es ging auf grün. Ich war noch im dritten Gang untertourig. Ich musste erstmal zurückschalten, damit ich überhaupt wieder ein bisschen Bums von unten bekomme. Und ja, dann die anderen beiden Verfolger von mir sind links und rechts an mir vorbeigeschossen. Ich dann halt keine Chance gehabt und ja, so fällt man in wenigen Sekunden vom dritten auf den fünften Platz. Also ich habe mich super geärgert, weil ich konnte diesen dritten Platz im zweiten Rennen wirklich echt gut managen. Also es gab den ein oder anderen Angriff natürlich, aber ich hatte trotzdem die Pace, um das nach Hause zu fahren. Und ja, dann hatten wir noch 2 Runden. Ich war super frustriert natürlich, super sauer, weil es war halt auch voll der Rookie-Fehler, also so ein Anfängerfehler. Ich hatte halt noch nie eine Code-60-Phase, ich wusste nicht, wie genau damit umzugehen ist. Ja, auf jeden Fall. Den Frust mal abgelegt und dann war ich halt wieder im Tunnel drin und habe mir gedacht, ich muss diese Plätze wiederkriegen. Und dann hatte ich wirklich die 2 intensivsten Runden, würde ich sagen, vom ganzen Wochenende. Also dann sind wir da lang gefahren, dann haben wir uns gegenseitig überholt.
Da war ich kurzzeitig wieder Vierter, habe den Dritten dann angegriffen, da bin ich durch einen Fehler auf den Fünften wieder zurückgefallen. Also es war wirklich super spannend und intensiv und ja, am Ende hat es leider nur für den Fünften gereicht und ah, der Ärger, der Frust, der saß natürlich tief, weil ja, du wärst easy Dritter geworden eigentlich ohne die Code-60-Phase, aber klar, ich habe es mir selber verbockt. Daraus lernt man, aber ja, dann ich war ein bisschen geknickt. Am Ende vom Tag war die Siegerehrung auch für Lauf 1 und dann ja, ist man natürlich nochmal stolz auf sein Ergebnis. Super zufrieden mit diesem Einstand, auch wenn es ein bisschen bitter war, aber für den ersten Renntag, für meine ersten beiden Rennen, zwei super Ergebnisse, mit denen ich echt gut leben kann und ja, das hätte ich mir niemals so gut erhofft. Und ja, dann eben noch ne, den Abend mit dem Team verbracht in der Box, bisschen ausklingen lassen, bisschen was gegessen, getrunken und dann konnte ich halt auch wirklich mit einem super Gefühl und mit einer Vorfreude nach Hause fahren und den ersten Renntag beenden.